Chancellor, you have the floor. Damen und Herren, geschätzter Herr Präsident, lieber Emmanuel, ich möchte mich zunächst einmal für die Einladung nach Paris bedanken. Auch danke sagen für unser gutes Arbeitsgespräch. Und ich habe die Konferenz mit Angela Merkel, Mark Rutte, Ursula von der Leyen und Charles Michel als sehr wertvoll empfunden, mit dem Ziel, gemeinsam zu besprechen, was wir tun können, um Europa noch sicherer und somit auch wieder lebenswerter zu machen. Österreich ist in der letzten Woche, wie viele andere Länder zuvor, Opfer eines sehr brutalen islamistischen Terrorangriffs geworden. Es war ein Schockerlebnis für die Bundeshauptstadt Wien, aber für unser ganzes Land. Und es waren natürlich dramatische Stunden, die wir hier erlebt haben. Ich möchte an dieser Stelle aber auch ein großes Danke sagen für die Solidarität, die wir in diesen Stunden genauso erleben durften. Und das war das sehr Positive, von Emmanuel Macron angefangen über viele andere Staats- und Regierungschefs, ist uns nicht nur Solidarität bekundet worden, sondern was auch sehr gut funktioniert hat, war, dass wir innerhalb von wenigen Stunden, in manchen Fällen sogar innerhalb von wenigen Minuten, das Unterstützungsangebot all unserer Nachbarstaaten, von Deutschland angefangen, bekommen haben, was den Einsatz ihrer Spezialeinheiten betrifft. Es war Gott sei Dank nicht notwendig, diese Unterstützung abzurufen, aber es war trotzdem schön zu sehen, wie robust auch die europäische Zusammenarbeit der Polizei, der Spezialeinheiten ist, wenn es darauf ankommt und ein Anschlag vielleicht von der Dimension her noch größer ist als das, was wir erleben mussten. Ich glaube, der Terroranschlag in Österreich, in Frankreich, in vielen anderen Ländern zeigt doch jedes Mal aufs Neue, dass die Maßnahmen, die wir schon lange einfordern, auch notwendigerweise umgesetzt werden müssen. Und ich kann alle von Emmanuel Macron angesprochenen Punkte unterstützen und möchte drei Punkte vielleicht noch etwas besonders vertiefen bzw. bekräftigen. Das erste Thema, wir haben eine ständige Gefahr unter uns. Wir haben tausende Foreign Terrorist Fighters, die entweder den Kampfeinsatz in Syrien, im Irak für den IS überlebt haben und zurückgekehrt sind oder die gar nicht durchgekommen sind, weil sie irgendwo bei der Ausreise gestoppt wurden. Viele von denen sind im Gefängnis. Einige sind schon freigelassen und die traurige Wahrheit ist, die Masse derer, die im Gefängnis ist, wird in den nächsten Jahren freigelassen werden. Das sind tickende Zeitbomben und wenn wir unser aller Freiheit schützen wollen, dann müssen wir die Freiheit dieser Menschen einschränken. Es braucht meiner Meinung nach ein robusteres Vorgehen gegenüber den Gefährdern in ganz Europa, weil diese Terroristen auch keine Grenzen kennen und daher, egal wo sie gerade sind, eine Bedrohung für uns alle darstellen. Zum Zweiten möchte ich das Thema unterstützen des Schutzes der europäischen Außengrenzen. Wir alle sind froh, in einem Europa ohne Grenzen nach innen leben zu dürfen, aber wir werden das nur auch. We are very free to be living without internal borders in Europe, but we cannot only keep such freedom if we protect our external borders. This relies to refers to migration policies, but it is also about knowing who is coming in and going out of Europe. Unless we are able to know exactly who is coming in and going out of Europe, of the Schengen area, it is the Schengen area itself which comes under threat and this should be prevented. Thirdly, terrorism relies on an ideology. Charles Michel was in Vienna yesterday and talked about the training of imams, which is a fundamental issue. There is also the financing of NGOs or some dark institutions which are part of this movement. And thirdly, the internet, because in the 21st century, we see how young people can be used and abused on the internet and not just on the streets. So we very much need to tackle this ideology which is at the roots of terrorism. Otherwise, there will be more and more
terrorism, because this ideology is very much what feeds these attacks. And I'm very pleased that as from today we've been able to agree on a series of measures. And it is important indeed that on Friday the ministers in charge of internal matters, interior minister, can deal with that. And I would like to thank Mrs. von der Leyen and Mr. Michel for putting all of this, this on the European agenda. These threats are known, and we now need to implement all of the measures in order to tackle this threat. Thank you once again to all of you for the solidarity expressed during the past terrible week we've been through. Angela Merkel.